In diesem Video habe ich eine gute und schlechte Nachricht für euch. Es gibt neue Hinweise zu einem weiteren Gameplay-Pack für die Sims 4 sowie Neuigkeiten zur Max's Monthly Show. Beginnen wir zuerst mit der schlechten Nachricht. Wie SimGuru Frost auf Twitter verraten hat, wird es in diesem Monat leider keine neue Max's Monthly Show geben. Eigentlich schade, damit ist auch ein Update mit neuen Inhalten in diesem Monat wohl eher unwahrscheinlich. Falls es eines geben sollte, wurde von Frost nur erwähnt, dass es so früh wie möglich angekündigt wird. Ich rechne also maximal mit einem kleinen Update am Ende des Monats oder dann im April wieder. Weiter gibt es einen kleinen Hinweis auf ein neues Gameplay-Pack für die Sims 4. Wie Sims VIP herausgefunden hat, wurde die Seite von Claudia Law mit einem interessanten Detail aktualisiert. Diese hatte als Konzeptartistin für Electronic Arts unter anderem an die Sims 4 gearbeitet und hier Konzeptzeichnungen für die Sims Mobile, an die Uni, Tiny Houses und einem bisher unveröffentlichten Gameplay-Pack zwischen dem Oktober 2018 und 2019 erstellt. Da dies mittlerweile auch schon wieder mehr als 5 Monate her ist, könnte es gut sein, dass wir in der nächsten Zeit vielleicht das 9. Gameplay-Pack für die Sims 4 erhalten könnten. Wenn ihr bei den Packs ordentlich sparen wollt, schaut bei Instant Gaming vorbei. Hier findet ihr diese etwas günstiger, auch andere Packs sind ordentlich reduziert, Link in der Beschreibung. Was für ein Gameplay-Pack soll es eurer Meinung nach unbedingt als nächstes geben? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.